Ich bin der Flemur Schaller von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19, Grendel 19, 6410 und gebe Online-Matheunterricht. Wir haben den Sonntag, den 3. Oktober 2021 und sind bei Aufgabe Nummer 6b. Jetzt ist die Frage, jetzt sollen wir da nicht das hier einzeichnen, das habe ich jetzt bereits gemacht. Wir haben ja gesehen, es sind 18%. Und jetzt ist die Frage, wie viele Personen sind das eigentlich? Wir nennen 2100 Personen, das ist ja 100%. Und rechnen nachher mal 18%. Wir könnten auch sagen, ja, wir. Also eigentlich, da ist der Dreisatz versteckt. Wir haben 2100 mal 8, sagen wir, hat er 100. Heisst also, wir rechnen 2100 Personen geteilt durch 100 und dann erst mal 18. Sprich, wir überlegen uns sozusagen, wie viel ist eigentlich 1%? Ja, wenn 2100 100% sind, also alle zusammen, dann muss ja 1% ein Hundertstel sein. Also 21 Personen, also 1% ist 21 Personen. Wir haben jetzt aber 18%, also rechnen wir nachher mal 18% mal die 21 und kommen dann so aufs Resultat. 21 mal 18. Oder einfach von hier aus hat man ja auch die Möglichkeit, 2100 mal 0,18 zu rechnen. Es so ist halt, da braucht man eher den Taschenrechner als hier, obwohl das Gleiche ist. Ich verwende jetzt beide mal den Taschenrechner. 21 mal 18, das ist 378. Das heisst, die Lösung ist, da haben wir 378 Personen, die täglich zwischen, also 2 Stunden und mehr, und wie viel mehr, bis auf unter 3. Also nicht, wenn wir 3 Stunden täglich Bücher liest, haben wir gesagt, das ist das Beispiel gewesen, Bücher liest, dann ist man dort. Dann ist man nachher da, also wenn man 3 Stunden pro Tag Bücher liest. Die Frage ist jetzt aber, wie viele Personen lesen mindestens 2 Stunden pro Tag Bücher. Mindestens heisst 2 und da drauf. Jetzt haben wir nur einen Teil davon berechnet. Jetzt müssen wir noch die nehmen, die 3 Stunden lesen, am Tag Bücher lesen tun und mehr. Heisst also, wir haben 2100 mal 6%. Jetzt hat man kurz noch den Hausrotschwanz gehört im Hintergrund, das Männchen. Wie ihr seht, ich bin ständig am Naturvideos machen, jetzt hört man ihn ganz gut. Also in meinen 3000 Videos hört man sehr oft Vögel im Hintergrund. Zum Teil habe ich nicht gewusst, soll ich das jetzt hört man es nicht mehr, es ist immer noch rum und ich schaue, vielleicht mache ich nachher wieder das Naturvideo. Jetzt haben wir also 2100 mal 6% und das ist dann 2100 mal geteilt durch 6, geteilt durch 100 mal 6, also 21 mal 6, das sind 120, 126 müsste es geben. Man hätte auch folgendermaßen rechnen, mal 6 geteilt durch 100. Und dann sehen wir 2100 über 100 mal 6, das ist 21 mal 6. Warum 21? 2100 kann man auch so schreiben. 2100 kann man auch als 210 mal 10 schreiben oder 21 mal 10 mal 10 und das ist dann 21 mal 100.
Und 21 mal 100 geht auch durch 100, fällt 100 weg und dann haben wir nur noch 21. Und 21 mal 6, 6 mal 20, das kann man auch als 20 plus 1 mal 6 rechnen, 20 plus 1 mal 6. Und 20 mal 6 ist 120 und 1 mal 6 ist 6. Also haben wir da 126 Personen, die dann befragten Personen, die 3 Stunden und mehr pro Tag lesen. Die Frage ist, wie viele Personen pro Tag 2 Stunden und mehr Bücher lesen. Heisst, wir haben hier 378 plus die 126 und das sind 504 Personen. Gut.